Roman Vetschwar, herzlichen Dank, dass wir uns hier treffen dürfen zu einem Interview. Im ersten Teil würde ich gerne auf deine Profikarriere in deinem bisherigen Verein zurückkommen. Wie bist du in Leipzig hier empfangen wohl? Fühlst du dich wohl hier im Verein und mit deiner Familie? Also, wir fühlen uns hier richtig wohl. Wir sind hier natürlich erst so 2,5 Monate, oder 3 Monate fast in Leipzig. Die Stadt ist echt sehr schön. Wir haben jetzt in Rostock gelebt, ist das natürlich wieder was anderes. Es sind mehr Menschen so hier. Es ist so eine große Stadt, man kann hier richtig viel machen. Wir haben uns eine schöne Wohnung geholt, ein bisschen größere, weil jetzt natürlich die Familie ist gekommen, also unser Kleiner. Jetzt ist das ein bisschen noch schöner, hier in Leipzig zu wohnen. Das große Positive ist, dass wir das nicht so weit nach Hause haben. Die 300 Kilometer als 700 Kilometer sind natürlich für uns ein bisschen weniger und besser, die Familie zu sehen. Unsere Familie war jetzt öfter hier als nach 3 Jahren in Rostock. Was es heißt, die Mannschaft, was es angeht, die Mannschaft ist super, die haben uns richtig gut aufgenommen. Natürlich meine Frau, die war jetzt die ganze Zeit nur zu Hause, weil der Kleine gekommen ist. Aber sonst ist Leipzig eine sehr schöne Stadt, wo man echt viel machen kann. Und wir fühlen uns jetzt bis jetzt schon hier sehr wohl. Wie würdest du dich als Handballer charakterisieren und als Familienvater? Das sind schöne Fragen, die zweite. Also als Spieler charakterisiere mich so, dass ich ein direkter Spieler bin, der mit jedem immer gut ausgegangen ist. Also ich hatte nie mit jemandem Probleme. Ich bin einer, der jeden gerne also anhört, was er sagt. Ich bin auch keiner, der sofort mit jemandem schimpft oder so. Ich mag mit jedem immer gut ausgehen im Spiel, aber natürlich auch im Leben als Freund. Als Spieler natürlich versuche ich mannschaftlich zu spielen, nicht ein Megastar zu werden, aber einfach dass wir ein Team sind, also dazu helfen, dass wir immer zusammen ein Ziel erreichen. Als Familienvater? Als Familienvater natürlich, unser Kleiner ist jetzt 3 Wochen geworden und der mich kennt, weiß, dass ich ein sehr lieber Mensch bin, glaube von meiner Mama mehr, dass ich mit den Kleinen echt vieles mache, versuche zu Hause jetzt so viel zu bleiben, wie es geht. Natürlich, es ist jetzt noch zu früh zu sagen, wie ich als Familienvater bin, aber ich weiß, dass ich alles dafür mache, dass ich immer ein guter Vater werde. Aber als Handballer haben dich schon viele Fans mit deinen großen Stärken sehr schätzen gelernt. Wo liegen deine Stärken? Also ich habe schon gesagt, meine Stärken sind natürlich die Schnelligkeit. Diese periphere Sehen versuchen jede Position also so die Chance zu bringen. Also die Stärken sind. Also funktioniert? Ja, ich dachte das so. Sonst wie gesagt Schnelligkeit, auch glaube ich schon Sprungwürfe und jetzt auch die Erfahrung, die ich von der Nationalmannschaft habe, glaube ich, die ich auch ins Spiel bringen will. Also das sind so Kleinigkeiten, die mich jetzt so als Stärke habe. Du warst beim Vorgängerclub HCM Port Rosburg der Kopf und das Herz dieser Mannschaft. Wie siehst du jetzt in Leipzig hier deine Rolle? Rolle, also ich weiß, dass ich hier als Mittelmann gekommen bin, aber auch als, ich glaube, auch so ein Universalspieler, weil hier sind viele Spieler, die können auf jede Position spielen. Ja. Ich glaube, dass meine Aufgabe ist hier, ich weiß, dass wir auch Max Janke und Pitschkowski, Niklas hier sind, wir sind fast zusammen fast 3 Mittelmänner, die auch überall spielen können. Das heißt, jeder hat eine Aufgabe, andere. Jemand hat bessere Wurftechnik, jemand ist schnell, jemand ist clever in Situationen 7 gegen 6, 6 gegen 6, 6 gegen 5. Jeder hat eine Aufgabe, die natürlich der Trainer angibt. Ja, wie gesagt, ich und Pitsch haben schon ein bisschen Erfahrungen von der Nationalmannschaft und ich glaube, darum sind wir auch hier gekommen, dass wir noch jung sind, 27 und 26. Also das heißt, dass wir schon auch schon jetzt, was wir jung sind, viele Erfahrungen haben und etwas hier reinzubringen. Deine persönlichen Zielstellungen hier mit dem SCDFK, was möchtest du persönlich und mit dem Verein erreichen? Natürlich, wir wüssten oder jeder sagt, dass jetzt dieses Jahr das Schwierigste wird. Das heißt, die erste Bundesliga zu halten. Bis jetzt ist das, glaube ich, für uns richtig gut, dass der Anfang, das ist natürlich wichtig. Ne? Jeder hat ein bisschen Angst, wie das abgeht oder so. Bis jetzt ist das gut. Das heißt, die Ziele sind natürlich, die erste Liga zu halten und
Wie ich jetzt sehe, ich bin hier 3 Monate und Leipzig hat ein großes Herz, was es heißt, so etwas hier aufbauen. Das heißt, ich möchte natürlich hier so lange hier bleiben und etwas und natürlich so hoch möglich gehen. Natürlich, jeder hat oder ich habe immer hohe Ziele, aber natürlich jetzt ist wichtig, dass wir in der ersten Liga bleiben und vielleicht eine bessere Platzierung schaffen. Und persönlich? Persönlich natürlich gesund bleiben, das ist für mich wichtig, aber sonst natürlich als Spieler sich zu entwickeln. Es ist erste Bundesliga, es ist für mich eine neue Erfahrung und natürlich jeder will ein Stammspieler werden. Hier ist das so, dass jeder hat eine Aufgabe und wir spielen nicht mit 6 Leuten, wir spielen mit 14, 15 Leuten. Im letzten Match gegen den deutschen Meister Rhein-Neckar-Löwen hatte ich der Trainer Nikolai Jakob sehr gelobt als Spielregisseur. Ich fand auch, du hast besser als Andy Schmid gespielt. Wie hast du selber deine Leistung in diesem Top-Match gesehen? Also, dass er mich gelobt hat, habe ich natürlich gar nicht gesehen, weil wir schon in der Kabine waren. Aber ich war jetzt über drei Wochen verletzt. Und ich muss sagen, ich habe auch gar nicht gedacht, dass ich überhaupt spiele. Weil ich musste auch noch ein bisschen reinkommen und so, ne, nach dieser kleinen Verletzung. Und ich bin froh, wie es abgegangen ist bei mir, was es heißt individuell. Ich habe gar nicht gedacht, dass das so gut wird, weil für mich war das ein gutes Spiel, was ich gezeigt habe. Und das ist für mich wichtig nach dieser Verletzung. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass das so jedes Spiel wird und dann werden wir sehen. Dein Vater hat auch für Tschechien über 200 Länderspiele absolviert und 1998, 1999 für den Meister Pilsen sogar in der Champions League. Welche Erinnerung hast du als Kind noch an deinen Vater an diese Zeit? 1998, 1999, glaube ich, war das. Ja, das ist schon viele Jahre her, aber als kleines Kind hat man natürlich wie man da sitzt als kleiner Kind, wo damals Pilsen auf der hohen Stufe überhaupt war, wo die Halle jedes Spiel voll war, wo mein Vater noch mit den größten Spielern gespielt hat in Pilsen, wie Martin Schettlik und so weiter. Das waren alle Spieler, die erst mich auch trainiert haben, also vorher in Pilsen. Ich habe eine riesen Erinnerung, als sie damals noch alle blond gefärbt waren, wo sie Meister geworden sind. Das war so ein Hit damals, alle blonde Haare. Man hat viele gute Eindrücke, so was man alles als kleines Kind erlebt hat. Aber so natürlich habe ich gute, schöne Erfahrungen davon gehabt. Möchtest du auf Vereinsebene, vielleicht ja auch hier in Leipzig, künftig auch mal international spielen? Ja, also natürlich, das wäre schön, wenn man hier als international so ein Freundschaftsspiel oder so etwas machen würde. Das wäre natürlich schön. Ja. Vielen Dank erstmal für den ersten Teil, Roman Bečva. Super. Danke.